Il joue la comédie depuis presque 25 ans et chaque année, le Souffle à théâtre fait vivre notre dialecte à Souffle-Weyersheim. En mars, la troupe de Souffle présentait une nouvelle pièce sur la scène des Sept Arpents, Des Blés des Classe Treffe. Traduisez cette stupide rencontre des anciens de la classe. Une comédie en trois actes écrite par Regina Rösch. La mise en scène est celle de Daniel Klein, secondé par la troupe. L'histoire, c'est celle de deux femmes qui décident de réunir les anciens élèves d'une classe. Mais leurs maris y sont fermement opposés. Pourquoi ? On vous laisse découvrir. Souffle Play vous propose l'intégralité de la pièce décomposée en trois parties. Week-end de Pâques pluvieux, week-end de Pâques devant Souffle Play. Rire garanti. Ja, tunter Wetter nur am Mond. Es ist halb neun und noch kein Mensch ist da zum Frühstück. Joseph, Jackie, ja was ist? Kommen ein paar aus dem Nest raus? Oder soll ich es holen mit einem Eimer Wasser? So, wenn ich nicht die Arbeit habe. Jeden Samstagmorgen ist da hinten dasselbe sich Guss. Großbaba macht, dass du reinkommst und macht dir nicht denken, ich pfiff aus. Du hast sowieso schon genug Dampf. Leben wir's, die Mannsbilder, die soll doch alle den Teufel holen. Ja, Samuel, was machst du für ein Monet, wenn man jetzt weiß? Du machst ihm ja alle Hove. Das kommt davon, weil du dich nach der Gesangprobe daheim nicht gefunden hast. Halber Dreh ist wieder gesehen. Zuerst hast du von Lüder Dampf die Stille am Dort verschmutzt und hast gesagt, Schatzele, du musst ein bisschen mehr essen, du bist ja ganz mager. Und nun bist du auf alle vier Füße ins Bett gekraddelt und hast geschnarrt wie ein so alter Traktor. Wo ich dann das Licht angemacht habe, für mir wollte durchzustopfen, habe ich gesehen, dass deine Nase ganz verrammeniert ist. Samuel, du bist dann hängen geblieben mit deinem Zinken. Ah, du hast auf eine riesen Pflaster auf die Nase gebett. Ich hab mich schon gefreut, dass der Herr kommt. Und der macht noch der Hund dich weh. Wenn ich nur mal wüsste, was passiert ist. Ah, weißt du, Schätzele, das ist ja so gewesen. Ich bin so schön auf dem Stuhl gesessen und habe so schön gesungen. Und dann ist plötzlich ein Windstoß gekommen und der Notenständer vom Sibischen Tee geflogen und mit der Kanz direkt auf meine Nase. Seht ihr, wann singen denn ihr mit dem Notenständer? Ja, das ist jetzt ein spezieller Notenständer, nicht? Der ist aus Eisen geschmiedet worden und der hat uns den Dirigent mehr gebraucht, um uns zu probieren. Uns probiert, haben wir ihn. Der wird aber jetzt nicht verkauft, nicht? Weil er nicht stabil ist und die Frucht fliegt. Ich verstehe das nicht. Seit 25 Jahren kommst du alle Freitag Nacht mit einem Granatendampf heim. Dass du dich nicht daran gewöhnst. Aber von mir hast du es nicht. Das ist sicher von der Großmutter. Die ist halt schon voll gewesen, wenn sie nur mit Schnapsflasche angelötet ist. Wenn auch so schlimm ist, habe ich das nicht gesehen. Aha, der Apfel geht nicht weit vom Baum. Du huckt der Altroller und da kommt jetzt der Junge. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Oh, euch kommt weh. Oh, du Levizit, wie siehst denn du wieder hier drin? Mensch, macht mir das schon weh. Es kommt wahrscheinlich vom Kopfballtraining, die wir gestern da oben gemacht haben. Mhm. Dann, von diesen 12 Bier kann es nicht sein. 12 Bier? Ah, das wird ja meiner Tod. Nur in der Wirtschaft herumgehen und das Geld versäufen, anstatt ein anständiges Mädchen zu suchen.
Ja, manchmal meine ich, oder? Es nicht gemerkt, dass es zwei Sorten Leute auf der Welt gibt. Mhm. Mensch, Alter, ist es im Alter? Jetzt hätte ich mich wohl noch gesprungen. Im August sind Meidl, das ist jetzt richtige Alter. Es ist schaffig und sparsam. Ja, und so blöd. Oh, die liebe Gott, die hätte ja immer nicht mir gefallen. Und ob in meinem Alter ist man immer so wählerisch. Und außerdem ist er noch so gitzig wie ihr Vater. Da machst du kein Geschäft, Jungen, nein, da leist du noch drauf. So lang, dass ich gewipspelt habe, habe ich meine Ruhe. Ja, weil ich schon so ähnlich hat gefangen mit Mama. Du möchtest dich mein ganzes Leben besen. Was quatschst denn du? Verzähle ihr dem Jungen doch keine so Mists. So, voilà, wie gewöhnlich. Kann ich Zeitungen anschauen, anstatt dass man miteinander redet am Dienstag. Es ist immer dasselbe, man kann sich nur mehr immer aufregen. Jackie, schenk mir doch noch einen Koffein. Mensch, der Kaffee schmeckt noch gar nichts. Kannst du nicht ein bisschen stärker machen? Ja, Dundermeter, mach mal wohl! Können noch nicht ein bisschen aufpassen? Wir sind ganz weg, Renos. Oh, gibt's doch einen Papa? So frisch doch so eben ein bisschen. Eben, da hab ich über Arbeit gespart. Hallo, schon hier? Heute Nacht ist einer beim Kamperschildbergsgarten mir geflogen. Ja, sie haben ihn jetzt zufällig gesehen. Ne? Es ist 20 noch zwei gewesen. Die haben mir gesagt, er muss aber schön am Moscheer sein, so wie der geflogen ist. Aber weißt, das ist doch wirklich eine Schande, dass die Topflamme hat, ja, seit wir brennen. Aber man kommt ja gar nichts mehr zu sagen. Es darf mich halt auch interessieren, wer das ist gesehen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Joseph, du bist doch im Gesangverein. Du sollst doch wissen, wer am Freitagnacht noch so spät unterwegs ist. Ja, Joseph, was ist denn mit deiner Nase passiert? Mit meiner Nase, das ist ja schon mit meiner Nase passiert. Ja, das ist gestern Nacht gesehen, nicht? Ein Wespel hat mich zufällig auf mich gestochen. Ein Wespel? Ja, gibt's auch noch um das sieht schon Wespel? Das ist ja so zu sagen, ein Freiwespel gesehen, wo es auch steht, geht. Ja, genau, so eine ist gesehen. Ja, das sind die Allerschlimmsten. Freie Wespel? Ja, und der ist wahrscheinlich beim Kamper um den Garten mir geguckt, ja. Hey, das muss ich aber sofort im Scherm helfen zählen. Wenn's bleibt, Juliette, wie hast du? Wo ist die Wespel auf Erd, du? Die muss nicht überall bisher rumverzählt werden, gell? Aber Charlotte, du kannst mich doch. Ey, gerade bei dem Satz ist ja. Naja, ich sag nix. Also, salut mich zusammen. Sherman! Okay. So, bis in einer halben Stunde passt das jetzt ganze durch. So lange dauert es nicht. Da hinten wird man am Morgen frisch und angelegen. Nächste Woche bleibst du heim. Oder ich hol dich ab nach der Probe. Das macht das Beste, denn mit dem Vater muss man sich nur mehr blamieren. Ja, so unterwegs kann man damit hinten nicht ein bisschen ruhig haben. Man kann nicht einmal richtig ruhig die Zeitung lesen. Genau, es steht sowieso nur ein Mist drin. In der Wahnsinn auch haben sie ein Klassentreffen gemacht. Möchtest nur mehr wissen, wer es so etwas interessiert. Das ist doch mir Wurst. Die machen immer ein Tralala mit diesen Klassentreffen. Wenn ich in der Kriegswirtschaft beim Christin bin, und der Freddy, der Patrick und der Roger dabei sind, habe ich jeden Tag gelassen treffen. Man schaust da mit nächster Nachricht kommen wer für uns zu fotografieren. Nicht ums Fragen. Horisch, Papa, das interessiert doch kein Mensch, wenn du mit deinem Kumpel am Stammtisch hockst. Also, gelassen treffen, das wird aber doch einmal etwas. Ich hätte gern ausgewandert einmal wiedersehen. Das ist das nicht interessieren, was aus denen Wochen ist. Nee, das interessiert mich ein bisschen.
Ich sehe eine von meinen Klassenkameraden da und noch und das langt mir schon. Was ist denn unser Kiefer Schengel geworden? Der ist doch zählenmals Fucht auf Amerika. Ah, ist das ein schöner, sportlicher Böse. Groß, schlau, menschlich, schöne dunkle Haare der Kids und so wunderbare blöde Arme. Oh, hey. Mama schwärmt wieder. Wenn sie von dir redet, bekommt sie keine so Glotzkügel. Halt doch dort in den Müll, du hast schon gar keine Ahnung. Und überhaupt, von der Mädel-Therese hat man auch nichts mehr gehört. Ja, von der Mädel-Therese hat man auch schon lange nichts mehr gehört. Vielleicht ist sie schon gestorben oder weiß nicht, was ist, wo sie ist. Und von der will ich gar nichts mehr hören. Sag mal, die Tiere, die doch dir zählen muss, immer so gut fallen. Weißt du noch, wie du nachgerannt bist, bevor es dich Charlotte geschnappt hat? Charlotte mich geschnappt? Ha, das ist nicht doch. Und überhaupt ist das schon 25 Jahre her und schon lang verjährt. Auf jeden Fall, ich will von dem ganzen Glas einfach nichts mehr hören. Ist los und passt ja. Doch. Ja. Und jetzt erst recht. Ich gehe jetzt lieber zu der Franzin, das ist sicher auch begeistert. Du bist jetzt da. Gerade vorher hast du gesagt, dass du viel Arbeit hast und jetzt wird Frucht rennen. Dann lüge mal deine Höchste an. Die Arbeit, die kann ich nur erst noch machen. Die läuft nicht Frucht. Denn die machst mir sie bestimmt nicht. Und Mama racht jetzt, jetzt sie racht. Ja, was ist jetzt das wieder für eine Schnapsidee? Man muss ja doch gegen die Klasse treffen. Das ist doch mir wurscht, egal, was ist. Was ist das Schengel und das Therese rumtrieben? Was ist das Therese wieder weg und sie findet es nicht? Ja, die Therese, die ist jetzt einfach verschwunden. Die hat ein Kind ledig bekommen. Und bis jetzt hat man noch nicht erfahren, wer der Vater von dem Kind ist. Ja, das weiß man bis jetzt noch nicht und das bräuchte man auch nicht zu wissen. Oh, ich war Papa. So ist sich der Vater benehmen. Mein Gott, das ist der Vater von dem Kind. Ist der Papa von dem Kind? Aber was ist jetzt das wieder für ein Quatsch? Mensch, sag ich halt jetzt den blöden Müll. Ich will von dem ganzen Quatsch nichts mehr hören, hab ich gesagt. Ja, das ist schon gut. Halt dich doch nicht auf. Ich geh mich jetzt wieder allein. Das ist gut vom Dom, wenn ich noch. Papa, kannst du mich gerade in der Fußwärme lehnen? Meine Füße sind so kalt. Ja, sag ich nehmen. Er liegt durch, gerade unter dem Radio. Ah, merci. Ja, und ich geh der willst nicht in die Wirtschaft und schwenkt mir ein bisschen den Holz raus. Mensch, bin ich ein Rindsfee. Warum muss ich jetzt gerade das mit dem Glas treffen, ist die Zeitung lesen? Wenn die das Klasse treffen machen und das Therese kommt, dann kann ich mich gleich auf der Heimbahn aufhängen. Was soll ich jetzt noch mal machen? MTT anrufen. Und zuerst den Schnäpsel trinken. Und noch heute zweite auch noch Zeit. Jetzt kommen wir in Ditti ohne. Ja, hallo, Ditti, bist du es? Ja, ich bin ja schon wie ich. Nein, dann hat es alleweil noch Reparaturen getroffen. Nee, du bist verdrucken und komm schneller rüber. Ich brüste dich nämlich. Es geht um mein Leben. Aber dann kommst du bekommst auch noch ein Schnäpsel serviert. Komm, sag dir aber ein bisschen Dalli, gell? Das ist dringend. Und Sepp, was gibt's denn? Wie ich sein kann, ist aber noch ganz lebendig. Mensch, um diese Zeit trinkst du schon Schnaps?
Du überleid mal, wie viel Geld du in deinem Leben schon versoffen hast. Das ist alles war ein paar Schnaps. Na ja. Und der Kaffee ist da, ich die. Mit ein bisschen mehr Wasser durch der Pfund Kaffee doppelt so lang. Hast bestimmt Gitz graben. Aber ich habe jetzt ganz andere Sorgen. Meine Frau will ein Klassentreffen machen. Kapierst du das? Das Miller-Therese will sie einladen. Weißt du, was das für mich bedeutet? Wenn das wirklich kommt und es kommt alles raus, die bringt mich um. Jesus, jetzt rede ich doch nicht so auf. Es weiß kein Mensch, wo das Therese steckt. Die müssen erst mal ihre Adresse finden. Ich kenne meine Frau. Die bekommt immer, was sie will. Sogar mich jetzt bekommen. Ich habe mich doch gewehrt. Bis vor kriegischen Tee habe ich mich gewehrt. Weißt du, die warte, ich trinke gerade Kaffee. Weißt du, wenn das Therese wirklich kommt, das wäre für uns, ich meine für dich natürlich nicht so einfach. Aber außer uns zwei weiß ja das kein Mensch. Nein, nein, das Mensch weiß das, dass ich der Papa von dem unehelichen Kind bin. Ich kann mich schon selber nichts mehr erinnern. Wenn ich der andere Dorf erwacht bin, im Söllstall vom Heinrich Pohl, habe ich nicht mal nicht gewusst, wie ich da hin bin gekommen. Und wenn du nicht gekommen wärst, dann hättest du mich geweckt. Dann wärst du vor dem Ausmisten nicht einmal nicht verwacht. Und drei Monate später hast du mir gesagt, dass das Therese ein Kind von mir bekommt. Aber das Therese ist schon lange verschwunden gewesen. Es erzählen wir uns einfach nichts mehr wollen wissen von dir, weil du kurz noch deinem Dom Charlotte Kirode hast. Ich weiß, es ist ganz verzweifelt zu mir gekommen. Und ich habe dann alles gemanagt. Ja, das habe ich bis heute habe ich noch nicht kapiert. Therese hat nie von mir etwas wissen wollen. Genau, und gerade wenn ich voll gesehen bin. Und später hast du mir gesagt, dass es ein Meidele ist. Und jetzt bezahle ich schon über 20 Jahre eine Pension alimentaire für das Meidele, das du auf ein Bankkonto machst, bis es es studiert hat. Naja. Weißt du, auf dem Stamm des Sandes ist der Vater unbekannt hingegraben, wie es abgemacht ist gesehen. Das hat es dir jetzt auf jeden Fall gesagt. Aber du, über 20 Jahre habe ich jetzt nichts mehr gehört von ihr. Das Geld bezahle ich aber immer noch. Es hat mir leider mal was, du hättest können sparen zu einem Mund, wenn du nicht so besoffen wärst gesehen. Jetzt bezahlst du schon über 20 Jahre für eine Knie, an den du dich nicht einmal erinnern kannst. Das ist jetzt eben so, da kann man nichts dran ändern. Aber meine Frau darf nichts erfahren von dem Kind, schon bringt sie mich um. Na gut, das mit dem Klassentreffen werden wir dann nicht mehr ausreden können. Wir müssen aber unbedingt verhindern, dass das Therese kommt. Naja, sonst können sie nur ein Klassentreffen bis zu meinem Begräbnis kommen. Sepp, du musst aber verstehen, das ist doch eine gefährliche Sache. Das ist doch ein Risiko, wo ich hingehe. Wenn meine Frau nämlich erfahrt, dass ich 3 Jahre lang geholfen habe, das von ihrer besten Freundin zu verheimlichen, du kennst schon meine Trauer. Der ist unter Umständen noch schlimmer als deiner. Also Freundschaft hin, Freundschaft her, ich muss mich da finanziell ein bisschen absichern. Weißt du, im Fall, dass ich mich nüsse wird? Ich gebe dir was du willst, aber meine Frau darf nichts erfahren von dem Kind. Was ich will? Was haben wir 100 Franken für das Risiko, wo ich hingehe? Plus die 250, die 150 Franken Pension alimentaire, die du schon bezahlst. Das sind dann 300 Franken. Hopp, das sind aber 250, weil du uns bist. Weißt du, in der Ansicht von meiner gefährlichen Situation ist das fast geschenkt. 100 Franken ist aber eine Hülfe Geld. Ja, ich habe aber jetzt keine andere Wahl abgemacht. Aber wenn meine Frau jetzt verordnen muss, mit ihr reden. Du musst mir beistehen, sonst springt sie mich um. Oder weißt du was? Was? Wir sind gerade typisch gesehen. Das ist verrückt, dich. Auch nicht für 100 Franken, gell? Ja, bei dir ist es nicht so schlimm, nicht? Du bist ja, zählen wir uns noch nicht mit dem Franzin für hier rot sind. Ja, die. Gut. Hoffentlich haltet das meine Nerven, mein Herz. Weißt du was? Wir gehen jetzt in die Wirtschaft.
Ich brüche jetzt ein anständiges, frisches Bier. Ich auch. Jetzt schon alles geklärt, hä? Jetzt hab ich gut. Am 26. Mai wird im Restaurant à la carte gefeiert. Da fangen wir an mit einem Kaffeekränzel, viel Patisserie und danach gehen wir ein bisschen spazieren, im neuen Lotissement und ein bisschen nach der Kirchschaft. Und am Abend organisieren wir dann ein Dîner dansant. Und du schaust, ich freue mich schon so. Ja, ich auch, Franzi. Und weißt du was? Am Sonntagmorgen lassen wir eine Freimesse lesen. Nur trinken unsere Männer nicht so viel, wenn sie den anderen da Freimen aufstehen. So, jetzt ist alles geklärt. Wir kuscheln jetzt gerade noch die Adresse von denen, die ausgewandert sind. Und, hey! Deine Ladungen werden die anlassen, die müssen wir ja auch noch schreiben. Keine Angst, die Adresse, die besorgt ist. Es hat ja fast jeder Verwandte im Griff. Unserem Therese und der Schengen. Und die Einladung? Das ist gar kein Problem. Das schreibst du. Ich? Ja, spinnst du? Ich habe jetzt seit 20 Jahren keinen Brief mehr geschrieben. Ich weiß auch gar nicht, was man da schreiben soll. Aber ich kann das überhaupt nicht. Ich habe in der Schule schon keinen Aufsatz können schreiben. Also gut, dann schreiben wir die Einladungen miteinander. Ah, voilà. Dann holen wir Schreibpapier und ein Blüwis. Ja. Wie gewünscht. Du kannst uns helfen, die Einladungen für unser Klassentreffen zu schreiben. Kein Problem. Ich habe gerade meine Hirnzelle eingegelt. Das Bild-Ding sammelt ich. Also, Charlotte schreibt. Ja. Aber am Anfang fangen wir an mit dem Anfang. Ah ja. Cher Klassier, cher Klassier. Cher Klassier. So, nächster Satz. Dann musst du jetzt aufsitzen. Ein natürlich! Den Anfang hätte ich auch können machen. Jetzt kann ich wieder Schwierigstes schreiben. Herr Weber, tu mal nicht dran. Schreibe mal auf. Ja. Grata Opasi. Mensch, Charlotte, sind wir schon so alt? Ja, du schon. Du bist ja zweimal hocken geblieben. Hopp, Großpapa, mach jetzt weiter. Grand temps au passé, depuis que nous sommes sortis de l'école. Nous sommes devenus vieux et gris. Et beaucoup de nous ont reçu un ventre. Et un plat. Un Platz? Ja, was ist das? Ein Blutkopf! Das können wir ja gar nicht schreiben. Wir sind ein Haufen Mädchen gesehen und die bekommen doch keinen Platz. Hallo. Nur schreibst du als vor guten Nu au Reussi à vendre et se peinturlure les cheveux. Se peinturlure les cheveux? Un ton farbe! Ah, et se peinturlure les cheveux. Alors, ce serait joli une fois. Alors, ce serait joli une fois. Une fois, oui. De nous retrouver. Avant que nous sommes devenus complètement déformés. Grosse déformée. Un grand mot bouclier. Alors, on a décidé de faire un dessus. Un dessus? Et du tout, mon Aina trouve pour un. Da ben sollen das alles stattfinden? Am Samstag, der 26. Mai. Ja, um 14:30 im Restaurant La Carte. Also, noch schreibst du am 26. Mai.
Am 6. Am halb croissant. Am halb croissant. Im Restaurant à la carte. Im Restaurant à la carte. D'abord, nous allons boire le café. Nicht vergessen schreiben, mit viel Patisserie, denn das ist wichtig. Ah, mit viel Patisserie, das ist wichtig. Et après pour le manger du soir, il y aura quelque chose de plus mieux. Bon. Voilà. Et musicos. Se chargera de nous faire danser, avec la musique de fer blanc. Fresh music. So, nach der Anstrengung gebe ich jetzt Gläsel von dem Hartraum hineinholen, rund im Keller. Ja. Für ein Mal ist es verdient. Die Francine, so ist es gut. So können wir das schreiben. Hey, aber am Schluss schreibst du noch, soll jeder seinen angehörigen Teil mitbringen und Bescheid geben, aber kommt oder nicht? Wie schreibt man denn das auf Französisch, seinen angehörigen Teil? So. Son morceau marié. Ah, mais oui! Il doit apporter son morceau marié. Mais oui! Et toi, donner la pchaïde, si bien ou pas? Ah, du Francine, ich bin jetzt froh, dass wir das geschafft haben. Und dass niemand nichts weiß davon, gerade wir zwei. Was hab ich gehört? Ihr werdet ein Klassentreffen organisieren? Das ist jetzt aber schade, dass ich nicht von eurer Klasse bin. So jetzt hat mir eingefallen. Du, ich allein, das heißt schon mal, was man da für Neuigkeiten erfahren kann. Juliette, ich sag dir's, wir erzählen dir das alles. Nicht, dass du verwundert wirst, noch dein Plotsch. Ja, und ich gehe jetzt an. Ihr könnt mir alles verlangen. Ich besorge gestern die Adresse. Der meine Freund sagt immer zu mir, Juliette, du bist reinste Archiv. Ja, ja, ich schreibe mir nämlich immer alles auf, wenn ich jetzt erfahre. Ah, das ist schon prima. Jetzt gehst du sofort heim, suchst unseren Jahrgang aus und ich komme gleich unten nach und hol mir die Adresse. Ja, 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 das mache ich. Das mache ich, ja. Ich besorge gestern die Adresse, gell? Aber, gell, ihr Mädchen, aber sparen wir eins. Ihr werdet mir hinten noch alles ganz genau erzählen. Alles! Das ist gut. Das soll kein Wunder, Fitz, ist Löder sind. Aber du siehst mir, für was dass das gut ist. Das geht jetzt alles ruckzuck. Und in 4 Wochen ist schon unser Klassentreffen. Ja, die 4 Wochen brauchen wir auch. Oder meinst du vielleicht, ich will mich blamieren? Ja, wie meinst du jetzt das? In den nächsten 4 Wochen mache ich eine Verjüngerungskur. Ich fahre morgen auf Straßburg und hol mir eine Schönheitsmaske. Und weisst wo? Im Matmoz. Da wird aber eine nicht lange. Da müssen wir schon mehrere kaufen. Naja, man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben, gell? Sei doch du nicht so frech. Hey, so schlecht ist es jetzt auch nicht aus, gell? Nein, wenn man belässt, nicht so genau läuft, geht's, ja. Aber an unsere 2 Mannsbilder. Oh je, da müssen wir noch schwer schaffen, bis dass wir sie wieder einigermaßen ansehnlich machen. Ich setze jetzt gleich meinen Sepp in den Regie. Denn der hat eine Ranzele. Ich bin sicher, die anderen Männer, die sind noch schlank. Aber gerade ich stehe da und habe so einen Bauch. Aber du, Franzl, ich sage eins. In 4 Wochen muss der Ranzel weg sein. Seh ihm doch das Kurse an. Weißt du, wie er es da noch anlässt, wenn er als hier und da Frucht gehen? Halt du jetzt endlich einmal deine Klappe. Und dann brauche ich noch ein neues Ensemble. Und beim Coiffeur muss ich mir eine frische Coiffeur machen. Und du, Charlotte,
Das gibt wieder ein Tier an Spass. Komm her, ihr Tier. Da habe ich aber auch noch Wächter damit zu reden. Das mit dem Klassentreffen, Kinder, ist gleich wieder aus dem Kopf schlafen. Da wird nichts draus. Kommt nicht in Freude. Allein auf dem Weg von der Wirtschaft bis zu her habe ich vier von meinen Klassenkameraden angetroffen. Vier? Ja. Ihr könnt reden, was ihr wollt. Wir haben das einstimmig beschlossen. Und du bleibst dabei. Jawohl. Und ich gehe jetzt zum Juliet. Hol mir die Adresse. Und wenn alles klappt, gehen die Briefe hinten ab. Aldi, du hast aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und bei uns auch noch nicht, denn ich habe mein letztes Wort auch noch nicht gesagt. Das stimmt. Aber merkt ihr eins, Alter, das letzte Wort da hinten habe ich nämlich. Ja, schau, Leute, da mache ich nicht mit. Das ist mir viel zu blöd. Ja, so schlimm wird das nicht werden. Das erlebst du doch. Das weiß man nicht. Das weiß man wirklich nicht, ob ich das erlebe. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Was ist denn so wie bekommen? So, ich gehe jetzt nicht zu meinen Kindern. Die bitte reden mehr, und sehen ich das nicht. Na, ich komme mit. Aber ich gehe zu meinen Hühnern. So, endlich kann ich jetzt ein bisschen mit dem Aufräumen anfangen. Ja, was? Ich gehe jetzt an den Kasten und schaue, was ich mir zu dem Klassentreffen ansehen kann. Ein paar Stunden später. Sag mal, was ist denn hier los? Halber Viertel von keinem Menschen hat mich geweckt. Aufgeräumt ist nicht. Unsere Masse gibt es ja auch nichts. Mensch. Sag mal, wo ist denn die Mama? Ich hab nämlich Hunger. Auch die hat ja nur noch ihr Klassentreffen im Hirn und ihre Schengen. Charlotte! Charlotte, ich hab Hunger. Mach es jetzt, ob der Tisch kommt. Dali? Ja, kommt. Herr Güter! Na hier, also ich bin doch kein Kenner. Das ist jetzt erst noch besser. Von heute ab gibt's Regime. Denn bis in vier Wochen zum Klassentreffen müssen die Ranzen weg sind. Hey, spinnst du jetzt total? Hältst du nicht mehr an? Der Böse muss doch etwas essen, der ist doch in den Wachsjahren. Der wächst höchstens noch um den Büscher rum, so wie du. Und das ist bloß nicht zu sehen. Was hast du jetzt? Alles fertig. Jetzt müssen die Briefe nur noch ausgeteilt werden. Die von den Auswärtigen, die sind schon im Briefkasten. Wo sind die? Oh Gott, jetzt trifft mich der Schlag. Im Briefkasten! Du, jetzt können wir das Klassentreffen machen. Jetzt steht nichts mehr im Weg. Prima. Ja, wie hast du das so schnell fertig gebracht? Ah, Juliette. Juliette hat wahrhaftig alles tiptop beieinander gehabt. Sogar die Adresse vom Schengeler,
Er wohnt jetzt in Amerika, in Las Vegas. Nur die von der Therese, die hat es leider nicht gehabt. Das ist aber auch schon 20 Jahre verschwunden. Du denkst in den Brief, dann haben wir ein Postrestaurant von Straßburg geschickt, weil der Franz, der Vater, hat gesagt, der kommt schon an. Ah, oh, der kommt schon an, hat der Franz gesagt. Ja, nein, nein, das müssen Sie ja wissen, das ist ja schließlich unser Faktor, ne? Oh Gott. Mach doch, dass in der Nacht vom Sonntag bis zum Montag die Post vom Straßburg abbrennt und der Brief dazu. Franzin, ich rühme schnell das auf und dann will ich mit dir die Brief austeilen. Komm, Franzin, wir können gehen. Da sieht man, wie die Weiber rennen kann, wenn sie will. Du hörst schon mehr ich nichts von der Mama ihrer Ehe, aber. Nein. Hey, willst du etwas trinken? Ah ja, ich bin süß, gerade dir. Ich gehe jetzt so voll, voll in den Kopf und lasse schnitzen. Hey, das ist besser, dass ich kaufe. Oh, kannst du meine Augen noch rassen, gell? Großer Schnaps. Halt, in der Frau muss ich noch. Was soll ich jetzt noch mal machen? Salut, Galerie! Ich bin der Joseph. Ich kann dich jetzt bald von unten anlösen. Denn meine Frau, die bringt mich um. Der Brief aus Therese, der darf nicht ankommen. Was schmeißt jetzt die blöde Kühe an die Brieflisch in den Briefkasten? Der Brief muss von Tochter wieder raus. Das geht ja wieder anrufen. Hallo, Dede, bist du es wieder? Ja, ich bin's. Hier, kannst du noch einmal schneller rüberkommen? Ich grüße dich noch einmal. Ja, ich weiß, die Briefe sind schon im Briefkasten. Aber dummel die, bevor das meine Alte wieder zurückkommt. Ja, komm gleich. Was soll ich jetzt noch mal machen? Ich muss an den Schlüssel kommen von dem Briefkasten. Und dann holen wir den Brief natürlich wieder raus. Heute ist Samstag, heute wären die Briefkasten nicht geleert. Voilà, ich hab's. Genau, so machen wir's. Und Bob, das wird dich nicht mitkommen, denn mit dem Kindchenfutter wird doch kein Mensch satt. Nein, nein, ich habe keinen Appetit mehr, bin genug gefedert worden. Mhm. Aber hier, kannst du mir einen Gefallen machen? Geh doch lieber zum Franz und sagen, er soll schneller rüberkommen, ich sprich rot von ihm. Mhm. Er soll aber rüberkommen, ein bisschen Dalli-Dalli, gell? In der Rekommande Telegram, es ist ja nicht dringend. Ja, ich mach's. Also, salut. Ja. Salut. Aha, bist du hier wieder da? Wollen wir jetzt Krisenversammlung während dem Klasse treffen? Nein, nein. Du, das kommt mir einmal nicht. Denn so besser wie die Mama und deine Hand kommt mir einmal nicht ins Süß. Ja, hätte ich mir jetzt behalten, ja. Die zwei Bäser, gell? Die sind schon so alt, die putzt uns keiner mehr weg. Du, wir kennen jetzt nur noch beide, dass der Brief fürs Therese nicht ankommt. Der kommt nicht an, weil ich eine geniale Idee hab. Der Brief für Therese, der muss wieder vom Briefkasten raus. Genau. Hast du was? Du, wir gehen raus da und dann stellen wir uns vor das geile Kästchen da, weißt du, mit dem Kleber da dran. Und dann machen wir, komm, Brief wieder, komm. Weißt du, wie mit der Hähnchen. Dann müssen wir wieder einen Rüstblitz. So, das erzählt doch jetzt kein Unsinn. Ach. Nein, ich hab den Franz hierher bestellt, nicht der Fakteur. Und wenn er kommt, dann müssen wir natürlich helfen, ihn voll zu machen. Der vertraut doch nichts, nicht? Und wenn er dann zittisch ist, dann haben wir den Briefkasten Schlüssel, ne? Und holen den Brief vom Therese wieder aus dem Briefkasten raus. Und Therese erfährt es im ganzen Leben nicht, dass es da in Süffelwirsche mal ein Glossentreffen hätte. Ist das nicht genial, Herr Delösch? Super, die, aber das hättest du aber auch allein können machen. Ein Hand, du musst doch auf den Franz aufpassen, der willst, dass ich deinen Brief hole. Ah, aber umsonst kann ich so riskante Sachen nicht machen.
Das kostet wenigstens 20 Franken. Oh, bleib schon wieder 20 Franken. Du hast sie, deine 20 Franken, aber lang kann ich mir das nicht mehr leisten. He? Ah, der Franz. Oh, schon wieder, was gibt's denn? Ja, du, jetzt hätte ich was trinken, der Rot von mir. Ja, Mensch, Franz, bin ich froh, dass du gekommen bist. Nicht? Wenn es nicht so dringend wird, sind, hätte ich dich nicht hierher kommen lassen, aber Samstag oben, schließlich hast du schon lange vier oben. Ja, ein Punkt, Platz. Alter Josef, um was geht's denn? Ja, und es geht um Folgendes, ne? Ich habe da einen Brief geschrieben, ne? Hab ne einen Anflug gemacht und so. Und jetzt weiß ich nicht, ich weiß halt, soll ich einen Frankentabel drauf machen, da 50 Cent im Tabel? Ich bin ganz ratlos, Franz. Ja, spinnst du? Das renn ich mir verrückter zu dir. Das hätte bis am Montag können warten. 50 Cent im drauf. Mensch. Habe ich jetzt gleich gehabt, am Montag wird alles zu spät sein. Da hätte ich glatt ein Frankentaber drauf gemacht und das wird ja ganz falsch sein. Und wenn er mal so taber bleibt, gell? Aber noch bleibt er. Aber nur wenn du noch gut abgeschleckt hast. Du hast ja recht. Ohne deinen zu verreisen kriegst du ihn nicht mehr weg. Komm, Franz, trink jetzt einen Schnaps, den hast du verdient. Du. Nein, nein, ich trink nichts. Das vertraue ich nicht. Nein, Franz. Das ist doch ein guter Schnaps, das ist ein guter Schnaps. So einer gibt es nur beim Sepp. Ja, das ist ja ganz klar. Ja. Der ist aber wirklich gut, Franz, der ist wirklich gut. Naja, auf der Bahn steht man nicht gut. Das hat keinen Wert. Also Franz, da hätte ich doch bald noch einen zweiten Brief geschrieben. Da habe ich ja noch mehr Geld gespart, dann kann ich ewig noch einen trinken. Naja, alle guten Dinge sind drin. Das macht ja nichts. Aber jetzt ist Schluss. Dann gehst du um. Und dann kann ich mich morgen gar nichts mehr erinnern. Das habe ich alles schon mitgemacht. Wirklich? Ah, das ist ja prima! Hopp, Didi, Spezialbehandlung! Jetzt ist das schießt den Kälte. Noch mit No. So, jetzt ist er zittig, glaube ich. Oh, verdammt, Jani! Ist der, wie der jetzt umgekehrt ist? Ja, und morgen kann er sich sowieso an nichts mehr erinnern. Jetzt bin ich am Löcher, aber das, der Schlüssel von dem Brief. Kannst du aufziehen? Ja, ich hab ihn, hast du? Ja, ich hab ihn so. Also, du musst jetzt pass auf ihn auf und ich hol jetzt einen Brief, unseren Briefkasten. Ja, drunter wäre das, wenn die jetzt unbedingt kommen. Nicht einmal in Röhl, also komm mal. Jetzt muss ich den alten Kek wieder einschleifen. Und sonst kommt jetzt eine ganze Armee. Mama, das Wahnsinn und Wessersteig, der Kilos Juliette. Oh Gott, meine Alte kommt. was ist denn das? Du legst ja ein Tote rum und keine Beste. das ist der Frau Brandt, unser Vater. Ja, was macht der da drunter? Das ist doch so unbequem. Hey, Franz, die alte Sack! Steh auf! Mensch, Großbruder, halt doch jetzt mit Brille! Helf mir lieber! Denn die Weiber dürfen den Franz nicht sehen. Was meinst du, was der für ein Geruch bekommt mit seiner Alt, wenn er nur mal ein bisschen besoffen ist? Komm, wir mal leihen doch richtig aus Kanabe. Und mal eine hintere, ja. Und dick oben drüber. Gibt's noch? Ja. Mal langsam. Halt, du, mir auf, mir auf. Und wir sitzen gerade vorne dran. Oh,
soll ich begeistert von deiner Idee mit dem Schlossentreffen. Nur mal unsere zwei Alten nicht. Ich kenne mich aber zu Tode, erinnere, dass ich jünger bin wie ich. Auf alle Fälle ist mir jetzt ein Riesenversammlung. Und wenn ich dich aus Strasbourg mit dem Traktor fahren muss. So, wir auf Regeln fahren. Sonst bin ich schon nicht bis übernachtet. Groß, Bobbe, hat doch jetzt den blöden Müll. Ja, was ist denn mit euch los? Warum sitzt ihr denn nicht auf dem Kanapé mit Hähnen auf dem Stecken? Ja, weißt du, Charlotte, das ist ja so, nicht? Der Großvater hätte so hundisch Gritzweh. Und der Dede hätte mal in Straßburg in so Heimpraxis durchs Fenster gelöst. Und jetzt machen wir sozusagen Rickegymnastik. Und jetzt geht's aber dem Großpapa schon besser. Ja, ja, dem Papa geht's schon viel besser. Ho, hoppla! Ho, hoppla! Ho, hoppla! Ja, sind wir da bei den Papageien? Pass auf, dass wir euch hier nichts uns hängen. Ich bin immer froh, dass meine Alte ist, wohl nicht dabei ist. Aber Germaine hat aber gesagt, sie hätte eine Sandorin gehen. Aber auch Rüse ist ja nicht, hat Germaine gesagt. Da hat es aber nicht richtig gelöst. Germaine, und das erste Tüffel ist da hinten. Du, das ist nicht sowieso nicht ganz einer. Die bist ja schon da. Der ist doch schon am Fort. Ja, das ist nämlich schon, der ist aber schon längst heim. Oh, ist das anstrengend. Also, Rickegymnastik. Ganz schön anstrengend ist das. Wir spinnen ja alle. Du, Charlotte, du hast doch gesagt, ich will mir dein Kleid zeigen, für das Klose treffen. Und noch müssen scheinen, da draußen wird es schon dunkel und die Hähner sind noch nicht drin. Ja, komm, zeig dir's. Hoppla. Oh! Hoppla! Oh! Und ich gehe jetzt heim. Ich will auch mal heim. Ich will mal schauen, das muss ich schon dem Dorf erzählen, dass wir die Gymnastik machen. Das klappt mir kein Mensch. Hey, Großbobbe, ein Lied hat es jetzt mal der Franz gell? Was ist das, Junge, der Simpel drin und noch so lieb? Weil ich so viel ist. Aber wir müssen jetzt in unserem Haus arbeiten. Schaggi, du helfst ihm, Dede. Wir bringen ihn zu sich heim und leihen ihn dort fort. Von dir. Und Molle erinnert sich sowieso nicht mehr an nichts. Oh, du Sepp, der ist schwer wie ein Zentner, kommt während deiner Lippen mal nicht. Hast du jetzt eine Idee, was können wir machen? Zentner Grumbeer, schon gar nicht schon. Ja, aber, Männer, an dem sind Platz müsste ich in die Nacht nicht sehen. Was meinst du, was dem sind ja alle wieder mal anstehen? Ich kann nicht, ne? So, ihr werfen ihn jetzt hin. Eins, zwei, drei. Was machst du da mit dem Schlüssel? Ja, der Nellos ist jetzt gerade vom Briefkasten hängen, der Werner hätte noch nicht vergessen. Aber geh ab mit der Schnapsflasche. Leute! Ist das wieder ein Tag, seh nicht? Aber ich bin die Differenz. Ja. Ich wage mich jetzt so langsam in meine Gäste. Gute Nacht, Sefer. Ja, gute Nacht, geh schön und deppel nicht. Und schlafen will ich noch nicht denken, nicht? Zuerst muss ich deine Briefe zum Briefkasten holen. Jetzt geht's aber heim. Du, ich bin gespannt, wenn die erste Antwort auf das Klasse treffen kommen. Nein, die werden wohl ankommen, ja. Aber wir müssen sich nicht melden. Ne? Was freust du dich deine Sohn? Ja, ich freue mich auf das Klasse treffen. Jetzt sind wir heim wohl. Oh, ich muss aber heim. Gute Nacht, he? Ja, gute Nacht, Frau Sinn.
Charlotte, ich bring dich jetzt eins, bitte, gell? Ja. Wenn ich ein bisschen gehen will, kannst du morgen ja auch aufräumen, ne? So, jetzt will ich deinen Brief aus dem Briefkasten holen. Und auch können die mich über Klasse treffen, machen so lange, wie sie will. Und das Risikogeld für die DD, dann kann ich mir selber noch versüffen. Ha, ha, gute Nacht, Pinant!